Was ist der A1C-Test für Diabetes? Der A1C-Test misst den Blutzuckerspiegel eines Diabetikers für die letzten 3 Monate, um einen Gesamtüberblick darüber zu erhalten, wie der Blutzuckerspiegel unter Kontrolle ist. Der Test wird auch als HbA1c bezeichnet und unterscheidet sich von der täglichen Blutzuckermessung, die Diabetiker selbst durchführen, da die tägliche Blutzuckermessung darauf ausgelegt ist, den Blutzuckerspiegel nur für diesen Testzeitpunkt zu bestimmen. Durch die Verwendung des A1C-Tests zur Messung des durchschnittlichen Blutzuckers eines Patienten in den letzten Monaten kann ein Arzt eine bessere Vorstellung davon bekommen, wie gut Diabetesbehandlungen zur Senkung des Blutzuckerspiegels beitragen. Diabetiker müssen den Blutzuckerspiegel unter Kontrolle halten, um Komplikationen wie Schäden an Blutgefäßen, Nerven, Augen und Nieren zu vermeiden. Die tägliche Überwachung des Blutzuckerspiegels ist für Diabetiker von entscheidender Bedeutung, ebenso der A1C-Test. Der A1C-Test dient dazu, die Blutzuckerwerte über einen Zeitraum von einigen Monaten zu mitteln, da dies die Dauer einer roten Blutkörperchen im Körper ist. Mit dem A1C-Test wird der durchschnittliche Blutzucker über einen Zeitraum von wenigen Monaten ermittelt, indem der Prozentsatz an glykiertem Hämoglobin oder A1C oder überschüssigem Zucker gemessen wird, der mit dem Hämoglobin in roten Blutkörperchen in Verbindung steht. Je höher die überschüssige Glukose des Diabetikers ist, desto höher ist der im Körper vorhandene A1C-Anteil. Alte Blutzellen werden nach 120 Tagen durch neue Blutzellen im Körper ersetzt, so dass das A1C alle 3 Monate den Blutzuckerspiegel messen soll. Viele Mediziner empfehlen, dass Diabetiker mindestens 2-mal pro Jahr einen A1C-Test erhalten, mehr, wenn die Ergebnisse eines vorherigen Tests eine schlechte Kontrolle zeigen. Das obere Ende des A1C-Tests wird als Blutzuckermesswert von 25% angesehen, während 5% als normaler Blutzuckerspiegel angesehen werden. Nicht-Diabetiker, denen der A1C-Test verabreicht wurde, sollten bei etwa 5% testen. Der Prozentsatz ist die Messung von glykosyliertem Hämoglobin im Körper. Ein Anteil unter 7% gilt für die meisten Diabetiker als gute Blutzuckereinstellung. Für schwangere Frauen liegt das Ziel jedoch normalerweise bei 6%. Idealerweise sollte diese Zahl erreicht werden, bevor eine Diabetikerin schwanger wird. Wenn der Blutzuckerspiegel konstant niedrig gehalten wird, können Komplikationen durch Diabetes wie Nieren, Augen- und Nervenschäden verringert oder vermieden werden.